So behältst du souverän die Fassung, wenn dir jemand dumm kommt. Unhöfliche Menschen gibt es leider wie Sand am Meer. Man muss sogar davon ausgehen, dass die meisten mit voller Absicht durch die Welt poltern, nicht weil sie es nicht bemerken oder besser wüssten. Gar nicht wenige Leute unterliegen dem Irrglauben, dass ihr Leben leichter wird, indem sie es anderen schwer machen. Manch einer braucht auch nur ein praktisches Ventil für seine schlechte Laune. Es gibt wahrscheinlich 100 Gründe, warum Menschen uns unhöflich und rüde begegnen. Interessieren muss uns keiner davon. Aber wir sollten einen gesunden und vor allem klugen Weg finden, damit umzugehen. Schließlich dürfen wir nicht nach Herzenslust um uns schlagen, wenn uns jemand dumm kommt. Und natürlich möchten wir ja besser dastehen als die ganzen Nörgler, Miesmacher und bösartigen Spaßbremsen. Wir zeigen dir in unserem heutigen Video, wie du es mit Bravour, Eleganz und Klasse meisterst, wenn dir jemand die gute Laune verderben will. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Humor gewinnt. Deine Lieblingswaffe im Kampf gegen übellaunige Zeitgenossen sollte dein Sinn für Humor sein. Er verlässt dich Gott sei Dank nur selten und wenn, dann sicher nie für lange Zeit. Außerdem ärgert es die Unhöflichen über die Maßen, wenn jemand es einfach nur lustig oder lächerlich findet, wie sie mit geballten Fäusten durch die Welt stapfen. Schlagfertige Menschen haben es hier natürlich leicht. Ihnen fällt schnell ein flockiger Spruch ein, mit dem sie die ewigen Nörgler und garstigen Nebelkrähen in Menschengestalt verunsichern können. Nichts ist schlimmer für eine übellaunige Person, als wenn man ihren elenden Zustand nicht würdigt und ernst nimmt. Nummer 2. Sag Stopp. Hast du es öfter mit diesem einen Menschen zu tun, der dir ständig in die Parade fährt und es sich anscheinend zur Lebensaufgabe gemacht hat, dir den Tag zu ruinieren, dann setze klare Grenzen. Niemand tut das gerne, aber du wirst es bereuen, wenn du hier nicht konsequent bist. Versucht jemand immer und immer wieder dir ans Zeug zu flicken, ist es dein Recht und deine Pflicht, deinen Seelenfrieden zu schützen. Tust du das nicht, bist du auf ewig der Punchingball und Crashtest-Dummy dieser Person. Du würdest in Zukunft jede miese Laune und jeden hässlichen Impuls abbekommen, wenn du hier keine klaren Grenzen ziehst. Nummer 3. Fragen kostet nichts. Es ist erstaunlich, wie schnell man schlecht gelaunte, unhöfliche Menschen auf den Boden der Realität zurückholen kann, indem man sie ganz einfach fragt, geht das auch anders? Du kannst natürlich auch die Ironieschiene bedienen und fragen, ob am anderen Ende dieser Gesprächsleitung alles in Ordnung ist. Wichtig ist der Fragemodus. Damit zwingst du dein Gegenüber sozusagen dazu, seine Aufmerksamkeit auf sein Verhalten zu lenken. Glaub es oder nicht, aber vielen mürrischen und ungehaltenen Zeitgenossen ist ihr Auftreten gar nicht bewusst. Nummer 4. Bedank dich und staune. Ein Zauberwort gibt es, das nie verkehrt und immer passend ist. Danke. Du wärst erstaunt, welche Reaktionen du damit bewirken kannst. Beleidigt dich jemand oder wirft dir eine überkritische Bemerkung an den Kopf, sag einfach Danke. Du brauchst gar nicht zynisch oder ungemütlich zu klingen dabei. Bleib neutral, das verunsichert dein Gegenüber am allermeisten. Danke ist sozusagen das Teflon der Worte. Es lässt so ziemlich alles an sich abprallen und bringt deine missmutigen Gesprächspartner in eine grotesk-komische, vor allem aber peinliche Lage. Nummer 5. Versuch, hinter die Kulissen zu blicken. Wir haben es schon kurz erwähnt und es ist vermutlich die Variante für Fortgeschrittene. Nicht jeder Mensch verdient unser Mitgefühl, aber grundsätzlich ist es ein Zug, der uns adelt und uns ein gutes Herz attestiert. Wenn dir jemand unhöflich oder dumm kommt, frag sie oder ihn einfach, was los ist. Die Menschen sind nicht ohne Grund so, wie sie sind. Es kann sein, dass diese Person selbst einen schlechten Tag hat und ganz dringend ihre Gefühle kanalisieren muss.
kann aber auch genauso gut sein, dass sie ein schweres Leben hatte. Zeig deinen guten Willen. So manch ein Miesepeter wird die Hand, die du ihm reichst, zu schätzen wissen. Nummer 6. Vergiss nicht, es ist nichts Persönliches. Langfristig wirst du das Rätsel um unhöfliche Zeitgenossen vielleicht nicht lösen können. Außerdem hat man in der Hektik des Alltags nicht immer die Zeit und die Muße, den Befindlichkeiten anderer auf den Grund zu gehen. Hier hilft dieser Tipp, denn er ist sozusagen die universelle Patentlösung für alle unerfreulichen Begegnungen. Weder der böse Finger, den man dir im Frühverkehr an der Ampel zeigt, noch die dauernden spitzen Bemerkungen von Kollegen, Familienmitgliedern oder Nachbarn haben irgendetwas mit dir als Person zu tun. Das Problem haben sie. Das Problem liegt bei ihnen. Das Problem sind sie. Du triggerst lediglich etwas in ihnen, das deshalb unbedingt laut in die Welt hinausposaunt werden muss. Vielleicht bist du glücklich, erfolgreich oder ihnen anderweitig ein Dorn im Auge. Nummer 7. Ruhe bewahren. Egal für welche unserer Exit-Strategien du dich entscheidest, mach eines auf gar keinen Fall: Ausrasten und mit gleicher Münze heimzahlen, was man dir zugemutet hat. Damit bereitest du unhöflichen Menschen die allergrößte Freude, denn sie haben offenbar einen Volltreffer gelandet. Unser heutiges Fazit: Wenn du die Wahl hast, sei klüger und geh der Sache nach. Natürlich ist es nicht angenehm, angemotzt, beschimpft und unhöflich behandelt zu werden. Aber so ein Verhalten hat immer Gründe. Es ist selbstverständlich nicht deine Aufgabe, jeden Unglücksraben aus seinem Elend zu befreien. Aber manchmal würde es sich lohnen, der Ursache für die chronisch schlechte Laune einiger Menschen auf den Grund zu gehen. Du wirst vermutlich erstaunt sein, wie schnell du sie auf deine Seite holen kannst, indem du sie fragst, wie es ihnen geht und ihnen ein Weilchen zuhörst. Der Hauptgrund für das Unglück vieler Menschen ist die Einsamkeit. Sobald man ihnen zeigt, dass sie nicht ganz so allein auf der Welt sind, wie sie vermuten, kann das Ruder deutlich herumreißen. Fühlst du dich nicht zuständig für die Launen und schlechten Umgangsformen deiner Mitmenschen, dann widerstehe zumindest dem Kardinalfehler Nummer 1. Lass dich nicht auf ihr Niveau herabziehen. Wir können dieser Tage alles sein. Also spricht auch nichts dagegen, uns für höflich, liebenswürdig und freundlich zu entscheiden. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald!